Hallo und herzlich willkommen bei Plants vs. Zombie Teil 2. Bevor ich jetzt zum Mittelbus, so scheint's, gehe, dachte ich, ich guck mir mal an, was das hier für ein Event ist, das hier startet. Wir schauen es uns einfach mal an. Meine Güte, ich habe schon die ganze Zeit überlegt. Lebe ohne etwas in Daves Schimmelpilzkolonie zu pflanzen. Verhindere, dass die Zombies die Blumen zertrampeln. Okay, also ich darf nur dahinter oder davor pflanzen, richtig? Na, okay, warten wir mal ab, wo sie kommen. Okay, hoffen wir mal das Beste, dass es klappt. Oh, da ist der Verärgerte. Oh, da oben gibt's. Okay, da unten brauchen wir noch ein bisschen. Hier ist noch ein normaler. Okay, da sind zwei normale. Okay, dann machen wir hier einmal die Aktion. Schuss! Was soll der Scheiß denn? Nein! Nein, er zertrampelt! Und damit... Okay, warten wir erstmal. Dankeschön. So, da bedient sich gerade jemand. Dann machen wir hier einmal Extremschuss. Komm, 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 komm. Wo wird gefressen? Hier wird gefressen. Oh. War ich das? Nein. So, ich bräuchte noch mal einen grünen. Komm, gib mir einen grünen. Komm, wir schaffen das. Oh, scheiße, jetzt kommen extremst viele. Nein! Okay, hier eine Chilischote. Da ist... Jawohl, sie sind vergiftet. Ich pflanze nochmal hier einen ein. Dann noch mal hier einen. Okay, warten wir noch ein bisschen ab. Da kommt noch mal eine. Na. Oh Mist. Da oben ist ein grüner. Dann würde ich sagen, greifen wir hier einmal an. Oh nein. Da ist ein Sprössling. Oh Schrott. Was ist mit der passiert? Das habe ich ja nie gesehen. So, komm, 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 ich brauche nicht mal, ich brauche noch mal einen grünen. Schrott. Okay, wir brauchen da noch eine Trennlinie.
Und es hat nicht geklappt. Schade. Okay, dann schauen wir uns vielleicht erstmal Level 1.8 an. Wir haben ja noch ein bisschen Platz. Aber irgendwie das Tablet bringt das Ganze echt hier. Nee, aber ich schaue in den Zen-Garten rein. Im Zen-Garten kannst du nicht nur Ringelblumen züchten, du kannst auch Pflanzen mit Superkräften züchten. Aber diese verstärkten Pflanzen halten nur ein einziges Level lang. Okay, und wen soll ich hier rein? Ah. Eine Sonnenblume. Deine Sonnenblume wird auch wachsen, aber das dauert etwas. Versuche ihr Wachstum mit ein paar mehr Edelsteinen zu beschleunigen. Nein, will ich nicht. Oh. Okay, danke schön. So, nochmal pflanzen. Ich soll sie nochmal beschleunigen. Verstärkung. Verstärkung einsetzen. Erhält bei Pflanzen kostenlosen Spezialdünger-Effekt. Dieser Effekt hält ein Level lang. Dankeschön. Aber dann benutzen wir jetzt hier unsere nette kleine... Da kann ich sie nochmal eine Stunde wegmachen? Ja, nochmal eine Stunde. Okay. Die hier drüben haben wir eingesetzt. Dann würde ich sagen, benutzen wir das bei Level 1.8 jetzt, oder? Dum, dum, dum. Kehre häufig zu deinem Zen-Garten zurück, um deine Pflanzen zu verstärken. Okay, würde ich machen. Level 1.8, komm. Seid gegrüßt, Zeitreisende. Es wurden Spezialkuriere entsandt, um eure Gehirne abzuholen. Bitte haltet die unterzeichneten Freigabeformulare bereit. Hochachtungsvoll, Dr. Edgar Zomboss. Okay, gut, dieser Herr Zomboss will dein Autogramm. Das kann nicht gut sein. Überlebe einen gewaltigen Angriff im alten Ägypten. Okay, wir probieren unser Bestes. Okay, den großen kriegen wir auch wieder. Da würde ich mir, glaube ich, einmal Dünger bereithalten. Aber wir arbeiten hier eh mit. Pflanzen kriegen wir gar nicht. Ich kapiere trotzdem immer noch nicht ganz genau, wie diese blöde eine Pflanze hier funktioniert. Okay. Einmal einfrieren. Da ist Spezialdünger. Die Bumeränge sind schon extrem cool, oder? Dum, 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 dum. Okay, ich glaube, den müssen wir erstmal aufhalten. Da helfen wir noch ein bisschen mit. Okay, er kann... Na doch, er kann noch essen. Mischt. Okay, da oben brauchen wir nochmal einen. Aber ich glaube, die lassen wir erstmal hier ein bisschen aufhalten. Und vor dem habe ich auch noch ein bisschen Angst. Da ist noch gar keiner drin. Und den müssen wir... Da können wir noch Unterstützung einbauen. Und hier oben natürlich. Na? Okay, ich würde sagen, dann gibt es einmal einen Komplettangriff. Schade, dass ich gegen die hier nicht direkt auch noch mal was machen kann. Aber ich glaube, da bauen wir hier noch mal ein bisschen was.
Reicht das? Jawohl. Oh, Mist, die müssen wir einfrieren. Na, komm. Knabber doch nicht die ganze Zeit da dran, du blödes Viech. Okay, den behalten wir uns noch. Machen wir noch mal einmal einen großen Angriff. Komm, hau drauf. Oh, jetzt kommt er. Schrott. Dann schnell noch mal einmal großen Angriff. Wo in der Reihe ist er? Oh, scheiße. Ich brauch hier. Nochmal Großangriff, komm. Hilft es gegen den? Oh, ich glaube, ich muss. Da ist nochmal Zögling. Scheiße, komm, nochmal Eingriff. Hilft es gegen ihn? Sieht nicht so aus. Nein. Aber das müsste doch helfen. Komm. Jawohl, der Große ist besiegt. Oh, scheiße, nochmal einer. Unten ist noch ein Zögling. Komm, 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 komm. Angriff. So, jetzt komm. Angriff. Der ist so drecksbeschissen. Komm, 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 komm. Nein. Nochmal eine hinsetzen. Aber ich brauch Pflanze. Jawohl, die ist wieder okay. Uff. Level 1,8 geschafft und wir bekommen einen Weltenschlüssel. Offenbar hatte der Kurier noch einige Lieferungen dabei. Noch eine eigene Lieferung dabei. Das könnte nützlich für Reisen in andere Zeiten sein. Joghurt, Zeit, die Taco-Karte auszuprobieren. Okay. Hiermit kannst du neue Welten freischalten und in andere Zeiten reisen. Ach, dann dürfen wir jetzt schon in die neue Welt. Und dafür haben wir natürlich hier ein Achievement bekommen. Zack, Rang 3. Und wir könnten jetzt auch in die Pirateninsel. Oder wir gehen hier eins weiter und bekommen nochmal 10 Punkte extra. Okay, das war aktuell Level 1,8. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer neuen Runde. Bis dann, ciao, ciao.